Ja, hi Kasa. Leider heute 4-2 verloren. Habt euch wahrscheinlich mehr vorgenommen. Woran glaubst du, hast gelegen heute? Ich finde, dass wir echt ein gutes Spiel gemacht haben für die Position, auf der wir stehen. Dafür, dass jetzt 2 Wochen kein Spiel war. Einmal spielfrei, einmal ausgefallen. Finde ich, kommen wir echt gut ins Spiel rein und machen auch ein gutes Spiel. Mega happy, dass wir vor der Halbzeit noch das 1-1 machen. Wir saßen echt in der Kabine und jeder hat das Gefühl, hier geht was. Und ich glaube, dass wir auch offensiv heute effektiver waren als in anderen Spielen. Wir haben 2 Tore geschossen bei einer Mannschaft, die defensiv eigentlich echt wenig zulässt, was, glaube ich, echt gut ist hier. Aber ja, heute haben wir defensiv einfach zu viel zugelassen und auch dumme Fehler gemacht. Der Elfmeter direkt nach der Halbzeit macht natürlich einen Gegner stark. Ich will nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn wir nach der Halbzeit erstmal gut ins Spiel zurückkommen, so wie wir aufgehört haben. Und erstmal weiterspielen, weil wir haben hier gar keinen Druck. Wir können auch einen Punkt mitnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir hier noch länger das 1-1 gehalten hätten, dass auf jeden Fall auch offensiv mehr gegangen wäre. Aber so schenkst du die Tore ein bisschen selber ein und dann wird es natürlich brutal schwierig. Dann macht Ada noch das 2. richtig, richtig stark. Wir kommen wieder zurück. Ja, und dann ist es halt zu einfach und so verlierst du am Ende hier. Also ich finde, unterm Strich müssen wir Energie mitnehmen. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber es ist zu einfach, was wir dem Gegner anbieten dann. Mhm. Du hast gerade schon die Defensivstärke des Gegners angesprochen. Ich hatte heute auch nicht den Eindruck, dass die unschlagbar waren, sagen wir es mal so. Aber die haben halt genau im richtigen Moment immer die Tore gemacht, ne? Und das war immer wie so ein Nackenschlag wahrscheinlich. Ne? Ja, und ich muss auch sagen, ich finde auch offensiv, die hatten natürlich gute Spieler vorne, aber es war jetzt auch nicht, dass die uns überrannt haben vorne. Ne? Es ist wirklich, wir haben einfach zu viel zugelassen, das kann man einfach unterm Strich so sagen. Ne? Wenn wir jetzt 2 Tore hier in Gievenbeck schießen, dann darf das auch mal für 1 Punkt oder für 3 Punkte reichen. Und wieder 4 zu kriegen, ist einfach zu viel. Und so ist es. Und wir haben auch schon Spiele wegen der Offensive verloren. Es ist halt so im Fußball. Man muss in beiden Parteien ein gutes Spiel machen, damit man halt unterm Strich gewinnt. Ne? Ja. Wie war der Boden heute? Sehr seifig. Sehr tief, ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich kann nur für mich sprechen, es ist gar nicht so krass, so negativ, wie man denkt. Wie ich es am Anfang dachte. Also klar, man sinkt total ein, es ist anstrengend, wir werden morgen die Beine wehtun, aber ich dachte, der Rasen sieht anders aus, als er jetzt aussieht. Gut, danke ich dir. Jo, hi Engin, 2-4 verloren. Wie hast du das Spiel gesehen? Woran hat es gelegen, nach deiner Meinung? Ja. 4-2 verloren, muss man echt sagen. Erstmal muss ich der Mannschaft ein Kompliment zollen, dass sie wirklich alles investiert haben, alles reingehauen haben. Die Gegentreffer, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind genau die Gegentreffer, die wir auch die gesamte Woche einstudiert haben. Ich habe auch noch vor dem Spiel gesagt gehabt, dass die Defensive heute auch das Spiel gewinnt. Aber durch die individuellen Fehler, die wir dann auch in dem Spiel gemacht haben, die sind dann halt brutal. Das waren keine Chancen oder die Tore waren nicht geil herausgespielt wieder, sondern waren einfach durch individuelle Fehler von uns. Das ist brutal, das ist sehr bitter. Vor allem, wenn du dann das 1-0 siehst und die ganzen anderen Gegentreffer, das 2-1, das 3-1, das 4-2, das will ich jetzt gar nicht auch überbewerten, das 4-2, weil wir da relativ aufgemacht haben. Wir nehmen uns nach dem 1-1, nehmen wir uns viel vor oder machen nach dem 1-0 das 1-1 und zeigen sofort, dass wir wieder da sind und bestimmen das Spiel auch. Das muss man echt sagen. Wir waren ganz klar für mich die spielbestimmende Mannschaft hier. Nehmen uns in der zweiten Halbzeit viel vor und dann der Gegentreffer zum 2-1 nach 25 Sekunden oder nach 30 Sekunden beginnt zweite Halbzeit, wo der Offensivspieler Madente rausbricht, den 16er eigentlich verlassen möchte und wir stochern da immer noch nach. Das ist zu fatal, das ist zu naiv und solche Fehler darf man halt einfach nicht machen. Mhm. Jetzt ist Gievenbeck ja eine der abwehrstärksten Mannschaften der Liga, haben vor dem Spiel erst 11 Gegentreffer, heute nochmal 2 durch uns. Eigentlich müsste man so ein Spiel ja dann positiv gestalten, das ist heute nicht genug. Ne? Ja, absolut. Vor allem Gievenbeck ist eine Mannschaft, die einen Gegentrefferdurchschnitt, glaube ich, wie wir durchgerechnet haben, von 0,8 kriegen. Und wenn du dann auswärts gegen eine Mannschaft, die zweitbeste Defensivmannschaft der Liga, 2 Treffer erzielst, muss das auswärts reichen. Das muss auswärts reichen. Da gibt es auch ohne Wenn und Aber. Aber dass wir dann da wieder, ich sage jetzt mal in so alten Verfallensmuster dann halt wieder reingefallen sind durch Unkonzentriertheit. Das ist umso bitterer dann halt. Du machst dann 2 Treffer und wir waren ja auch noch im Chancenplus drin. Wir hätten noch mehrere Treffer machen können. Aber wie gesagt, da hat das Quentin Glück dann auch nicht mehr mitgespielt. Aber trotzdem, wir waren für mich absolut in den Chancenplus auch heute. Und für mich hat auch die bessere Mannschaft verloren. Nur diese individuellen Fehler, die müssen wir vermeiden. Und wenn du nochmal gegen so eine Mannschaft 2 Treffer machst auswärts, muss das reichen. Ohne Wenn und Aber. Muss. Ja, jetzt ist es ja oft so, dass halt ein Mannschaftsteil, also mal funktioniert die Offensive nicht so richtig, mal die Defensive. Hat das dann auch immer mit dem Gegner zu tun oder ist das einfach noch, weil wir noch
ein bisschen Unkonstanz drin haben. Ah, ich glaube, das hat eher was mit dem Kopf zu tun, dass man nicht das Ding besser analysiert, sondern im Bruchteil der Sekunde versucht zu agieren. Ne? Wenn man Situationen besser analysieren würde, ist man auch gerade da in der Handlungsschnelligkeit sofort drin. Und wir waren in gewissen Abläufen dann auch zu statisch. Das muss man auch wirklich sagen. Und haben uns dann situativ auch schlecht verhalten. Ja. Gut, ich danke dir. Ja, gerne. Schönen Abend.